So, meine Freunde, wir sind mal wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Und zwar haben wir im letzten Part die gute Flucht beendet und sind dann wieder hier angekommen und wurden darauf hingewiesen, dass wir nicht zu Gordon gehen sollen, weil Gordon nun erwacht ist, weil es Erdbeben gab und wir wurden nur getroffen haben, die uns erzählt, dass wir nicht an diesem Fluch, also wir sind nicht in diesem Fluch betroffen worden und Gengar hat viel Scheiße erzählt und viel Ego gesagt und wurde dann voneinander gejagt und ich habe keine Lust mehr. Guckt euch den letzten Part und dann wisst ihr das alles. Aber gut. Guten Morgen, Maurice. Hast du gut geschlafen? Sehr gut, wir können wieder als Retterteam arbeiten. Flop, flop, flabri, flop, 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 flabri, flabri, flop, 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 flabri, 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 flop. Sieh mal, Philippe bringt uns auch bereits Post. Versuchen wir unser Bestes, so wie wir es immer getan haben. Genau. Lapis-Höhle. Oh, unsere Jobliste ist wohl voll. Okay, unnötige Jobs werden gelöscht. 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 Ja, alle, die ich jetzt gelöscht haben, dürfen sterben. Info wird gleich gelöscht. Info wird nicht gelöscht. Lesen. Oh, ja, okay, danke. Ein Brief von Philippe. Hey, super, dass du zurück bist. Ich bring dir wieder eine Post, denn ich hab dich schon voll mit meinem Backenschnabel erwartet. Deswegen rede ich auch so komisch. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post, also sei bereit. Philippe, der Wanderer, der Briefträger. Vielen Dank. Okay, dann gucken wir mal. Die Lapis-Höhle war, glaube ich, gelöscht bereit. Genau. Der Feuerberg mit dem Zubat. Ja, du wirst genommen. Ja gut. Starberg, Donnerberg. Alles mal hier angenommen. Um dann gleich einfach die Mission zu erledigen. Wir gehen jetzt erstmal hier auf den Pokémon-Platz und haben ganz viel Geld. Wir haben ganz viel Geld. Oh ja, bitte verzeih mir. Ich spreche hier, das nie wieder zu tun und schon mit zu teilen. Und bitte. Ich nehme erstmal mein ganzes Geld, damit du kein Geld mehr von mir hast. Nein, um ehrlich zu sein, ich einfach nur noch ein bisschen gucken, ob wir da shoppen gehen können und so weiter. Und wir müssen wieder Runix Attacken linken und so weiter. Ich meine, sieh dich doch mal an. Ja, so lieb und so böse kannst du gar nicht sein. Ja gut, wir können 2 Äpfel ablegen, wir können 2 Sinewellen ablegen, wir können alle bis auf einen Belebersamen, die Top-Elixiere können weg, die Kraftreserve kann weg. Ich glaube, das war's. Ich hielt dich tatsächlich für schuldig. Ja, wer hätte gedacht, du elendes Kekleon. Kaufen. Alles uninteressant. Gut, wir kaufen ihn nicht dann. Alles uninteressant. Dann gucken wir mal hier bei dem. Ja doch, jetzt können wir meine Attacken eigentlich wieder... Ja doch, jetzt können wir sie eigentlich echt wieder delinken. Attacken, delink. Ja, das liegt daran, Nachricht. Okay. Die haben die einfach wieder gedelinkt, weil wir sie nicht brauchen. Also, weil wir keine gelinkten Attacken jetzt für die nächste Zeit brauchen, außer wenn wir zu Gordon gehen sollten. Aber dadurch, dass wir jetzt erstmal nicht zu Gordon gehen, werden wir keine gelinkten Attacken brauchen. Willkommen, ja. Wir kaufen ein paar Partnerareale. Okay, hier gibt's einige. Und so viel Geld habe ich nicht, oder? Oder warte mal. 7.000, 4.000, sagen wir 2.000, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.4, 6.4, 7.8, 8.8. Oh, wir könnten fast alle, wir könnten uns fast alle kaufen. Ja gut, das tun wir mal. Dann haben wir für alle Ebenen. Also fast alle. Finde ich aber chillig, wir können einfach fast alle Ebenen kaufen. Bis auf 2 Stück, da fehlen uns noch 2000 Pokédollar, aber die kriegen wir auch schnell zusammen. Ja, Prachtebene, kauf ich. La 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 la. La 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 la. Kauf ich. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ich habe jetzt auch keine Lust, gerade wieder die coolen Luffy zu machen, deswegen passt das auch. Abflugwald, flieg ab, du Flugabfall, du Dingenskirchen. Und weiter geht's. So, Luffy! Luffy! Genau so. La 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 la
la la la la la la la la la la. Alter, wer ist müde? Ja gut, Rubbelfluss, genau, der Rubbelfluss. Da sind nur die Pokémon, die gerne... Ihr wisst schon, was tun. Der Rubbelfluss hier, Rubbel, Rubbel, die, 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 Rubbel, die. Ja, komm schon, hast du's bald, das wird ja langsam echt nicht mehr normal, das dauert mir jetzt lange hier. So, Dschungel, mal sehen, ob ich mich verrechnet habe oder nicht, meine Freunde. Mal sehen, ob ich nur die letzten beiden Areale übrig bleiben. So, 3000, ja, nur die letzten beiden bleiben übrig, habe ich mich nicht verrechnet. Altes Labor, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch und so weiter und so fort. Als Labor ist auch weiter geht's, das da. La 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 la. Hey Snobilicat, ich würde gern einen Kredit aufnehmen, damit ich mir nämlich mehr Partnerareale leisten kann. Ha 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 ha. Ja, mehr kann ich mir nicht leisten. La 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 la. Da kann ich auch Minus, kann ich auch Minus machen. Es wäre dann lustig, wenn ich ein Minus machen könnte, aber können wir wahrscheinlich nicht, von daher. Gut, damit wir jetzt 6 Minuten hier damit verschwendet haben, dass wir Partnerräder kaufen, gucken wir mal, ob wir hier wieder ein paar Missionen finden. Infobrett. Nein. Ah, Belebersamen nehmen wir doch. Nein. Geld. 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 Nein. Na, okay, hier gibt's kein Geld und mein Handy ist wieder am Abkacken. Gut, ausüben und ausüben. Wir fangen mit, ich weiß, wie kriegen wir hier? 1, 200. 200, 300, 200, 200. Gut, wir gehen zum Feuerwerk, um Zuba zu helfen. In Ebene 10. Okay, Feuerwerk wird erledigt, meine Freunde. Meine Freunde, meine Freunde, 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 Freunde. La 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 la. Ihr seht, die Karte füllt sich, meine Freunde. Es werden immer mehr Karten, die wir hier haben. Ja gut. Feuerback, Ebene 1. Achtung, Achtung, Achtung! Wow, wir haben keinen Burn durch die Aquaklare bekommen, meine Freunde! Wir sind so genius! Yay, yippie! Und da ist schon wieder so ein scheiß Maki. Yep. Aber wie wir sehen, wir sind stärker geworden. Vorher haben wir die komplette Linkattacke gebraucht und jetzt haben wir es einfach mal so geschafft mit einer Aquaknarre. Oh, ein Tauboss. Ja, gut. Ja, wobei, ich habe auch noch mal hier ein bisschen was geworfen, deswegen vielleicht. Aber gut. Und wir haben hier noch ein bisschen Geld und eine CD mit Raub. Ja, gut. Die Raubattacke. Oha! Dieser Raubzopi, der hat aber reingehauen und stirbt. Ebene 2, wir haben die Mission schon weiter erfüllt, meine Freunde. Wir sind ja hier voll die superschnellen Missionserfüller. Nein, ja. Also bei mir übrigens, warum ich den Spezialband genommen habe, nicht den Kraftband. Ich weiß, dass mein physischer Angriff besser ist als mein spezieller. Das ist ein Hydropi. Aber dadurch, dass mein spezieller halt schlechter ist und ich halt Wasserattacken mit den weißen Kaskade kommt ja halt erst sau spät. Und andere physische Wasserattacken wie Wasserdüse oder das gibt es hier halt in diesem Spiel noch nicht. Deswegen ist es halt so, dass ich Spezialband geben habe, damit wir speziell auch ein bisschen was ausrichten können. Ganz einfach. Vor allem, weil wir erstmal nur Wagnare haben werden. La la la. La la la. La 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 la. Also, wenn wir die Mission gut erfüllt haben, können wir uns schon wieder eine neue Partnerreal leisten. Wir haben jetzt schon wieder insgesamt 600 Pokédollar, also jetzt mit der Bank und hier. Und dann kriegen wir nochmal 600, damit haben wir dann insgesamt mehr als 1000. Und wenn wir noch ein bisschen viel mehr Cash hier finden, können wir uns sogar die zweite Partnerareale auch leisten, wenn es gut läuft. Ja, ja. La, 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 la. Ach ja, bitte, du bist scheiße, fucking Magby. Alter, krieg ich hier ein Gift. Also, wird der Wunik hier vergiftet? Ach komm, leider noch ein bisschen, wir haben hier Geld. Geld, 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 Geld. Leider. Geld, 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 Geld. Leider. Geld, 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 Geld. Oh, Ebene 6, wir haben es gleich geschafft, meine Freunde. Die Mission ist gleich erfüllt. Und hier, Gelrock, Rock. La, 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 la. Oh, Geld. Okay. Oh, ein Potrott. Pot, Rott, Potte die Rott. Pot, Pot, Pot. Du hast, oh, Pot. Du hast Pot, meine Freunde. Er hat Pot. Ebene 7. Gut. Oha, einmal, zweimal und wir haben nun
Oh, meine Freunde, die Zahl des Teufels. Die Zahl des Teufels. Das ist nicht gut. Nicht gut. Gut, die Zahl des Teufels ist ausgemerzt. Lalalala. Bam. Wir haben jetzt schon 1000 Pokédollar insgesamt. Wir können schon die nächste Partner-Area leisten. Jetzt ist die Frage, ob wir die zweite auch schon direkt leisten können, ne? Stirb, Wörte. Wir brauchen jetzt noch 400 Pokédollar. Die wir aber nicht zusammenbekommen werden. Höchstwahrscheinlich wird. Ich denke nicht, dass wir jetzt 400 Pokédollar in der nächsten Ebene finden. Zieleben erreicht. Vielleicht sind das da auch schon ja 400 Pokédollar. Wer weiß. Gott, da. Nein, es sind nur 62. Leider. Kraftband brauchen wir nicht. Oh, da bist du. Hey. Bleib stehen. Subat gefunden. Ja, wir retten dich, Subat. Du bist gerettet. La. Ja, wir haben. Oh, wir haben einen 28er Angriff und einen 40er Spezialangriff. Ja, gut. Vielen Dank für die Rettung von Subat. Hier ist Melone, 600 Pokédollar. Und hier noch Frustration und 40 Retter-Punkte, meine Freunde. Das war ein erfolgreicher Tag. Wir wollen heute nicht großartig. Lass uns Feierabend machen. Was wir als nächstes tun, einfach weil wir es können, nochmal eine kleine Mission, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Und zwar im Kleinhain. Wobei, den Donnerberg, den könnten wir auch noch kriegen, ne? Den Donnerberg, den könnten wir auch noch bekommen. La. Guten Morgen. Flappidi, flabberdi, flabberdi, flap, flap. Ne, flap, flap, flabberdi. Flabberdi, flabberdi, flap, 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 flabberdi. Flabberdi, flabberdi, flap, flap. Gut, Pass von Pelipper. Oh, wirf Samen weg. Zeitung Extrablatt weg. Gut, ich guck mal gerade. Jobliste. Ja doch, hier kriegen wir nochmal insgesamt 200. Müssen nur noch 3 und 5, das kriegen wir hin. Donnerberg. Achtung, anderes. Wir können das hier nicht gucken. Anwälte suchen Grazrat, Sinoran und Pfiffchen. Na gut. Und Achtung. Ach man. Geld. Ja, meine Freunde. So läuft das doch. So ist das gut. Und wir haben bis jetzt noch kein Team-Anfrage. Schade. Gut, Ebene U2. Ebene U2, genau. Untergeschoss Nummer 2. Stirb. Okay. Ah, uns fehlen noch. Ah, nicht mehr viel auf jeden Fall. Es fehlt noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Wir können uns beide Areale leisten. Das ist sehr gut. Wobei, ja, wir können jetzt sowieso nach dieser Mission alle mal die letzten beiden Areale leisten. Von daher passt das doch super, meine Freunde. Okay, erste Ebene, wo wir ihn retten müssen. Plosivsam brauche ich nicht. Was müssen wir retten? Was? Mission. Habitag! Ja, wo bist du, Habitag? Stirb. Da ist Habitag. Hey. Ja, Habitag gefunden. Natürlich darfst du nach Hause gehen. Wir haben dich gerettet. Wir sind cool, gell? Gibst du? Wir sind cool. Nein, wir bleiben noch drin. Natürlich bleiben wir drin. Und zwar, um wieder denselben Weg zurückzugehen. Nein, nicht den. Und jetzt müssen wir hier gegen einen Ratzfratz kämpfen. Oh mein Gott, das ist der Aquaknarre ausgewichen. Ja gut, der Tackler hat anscheinend auch gleich. Stirb. Ja gut, wir haben nur noch eine Ebene vor uns. Und dann retten wir das nächste Pokémon in diesem Dungeon. Ja, genau. Oh, Geld. Illikid. Stirb. Oh mein Gott. Ein ganzer Schaden. Meine Freunde, ein ganzer verkackter Schaden gegen Runik. Das ist mies. Du hast die Ziele eben erreicht. Und was wir hier retten müssen, muss ich nachschauen. Nein. Sweep can. Wo ist hier ein Sweep can. Oh man, kein Sweep can in Sicht. Dum. Ja, Level 18, meine Freunde. Seht euch das an. Oh, da ist ein Sweepcan. Hi, Sweepcan. Ja, Sonnenkern gefunden, natürlich.
La 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 la. Wir haben die Mission erfüllt, meine Freunde. Ist das nicht super? Genau bei 15 Minuten ist die Mission vorbei. Das ist sehr schön. Okay. Vielen Dank für die Rettung von Habitat. Jetzt die Belohnung 100. Und Georg braucht 10. Ja, vom Kleinschirm bekomme ich Steine. Okay, und vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung 100 Pokédollar und noch 5 Rettungspunkte und das war's. Hey, warum wir heute nicht großartig lassen Feierabend machen? Also bis morgen dann. Dann, dann, dann. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich werde jetzt offscreen, sofern. Also ich gucke jetzt, ob was passiert. Achtung, passiert was? Na, oh. Gut, den Traum, den gönnen wir uns noch. Den gönnen wir uns noch. Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Ja. Gardevoir, es gibt so viel, als ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Volnonas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form. Dein Trainer? Du meinst den Menschen aus der Legende von Volnona? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war eine furchtbare Person. Böse und hinterhältig. Er war keine nette Person in der Tat. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hat viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Du meinst Volnonas Fluch? Ja, ich habe meinen Trainer vor Volnonas Fluch geschützt. Mit all meiner Kraft, wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja, alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einen höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, so hast auch du dein Schicksal zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ah, ein Erdbeben! Nein, warte, ich habe noch mehr Fragen. Am nächsten Morgen. Da war ein Erdbeben, oder nicht? Ich glaube, ich hatte wieder einen diesen Traum. Und ich glaube, Gardevoir sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Oh! Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon bin. Und ich sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Ja, meine Freunde, damit ist dieser Part auch beendet. Weil ich nicht weiß, was jetzt passiert, kaufen die Partnerareale das im nächsten Part. Von daher sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann und ciao! Euer K.O.H. Yo, Leute! Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der drei Icons und abonniert bzw. followt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!